Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crying is Not Enough. Wir sind in diese geheime Forschungseinrichtung eingedrungen. Und müssen jetzt erstmal gucken, wo wir überall irgendwas Sinnvolles machen können. Ja, hier die Treppe hoch geht's zum Mansion Yard, was sich für mich so anhört wie der Garten, der Villa, wo ich jetzt hin muss. Ja, gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Ich meine, von außen war das Tor verschlossen. Können wir mal gucken, ob wir es von innen aufmachen können. Ich weiß es nicht. Wenn es da überhaupt schon weitergeht, ich weiß es nicht mehr. Die Forschungseinrichtung, die Größe davon hat mich beim letzten Mal ein bisschen überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Hier ist das Tor. Da gucke ich jetzt mal, ob ich das von innen öffnen kann. Ja. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ja, die Größe von der Forschungseinrichtung hat mich überrascht. Und ich bin sicher, dass ich da unten noch irgendwas übersehen habe. Aber ich muss bestimmt auch nochmal darunter irgendwas machen. Ich bin ja eigentlich nur durchgelaufen. Ich habe ja kein Rätsel gelöst. Nichts gemacht. Ja, und jetzt gucken wir mal, was uns hier am alten Herrenhaus erwartet. Da ist wieder eine Speicherstation. Aber ich habe ja da unten das gespeichert, deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Ich war jetzt in letzter Zeit recht verschwenderisch mit diesen Münzen, die man zum Speichern braucht. Piranhas inside the well. I don't think putting my hand in there will help. Piranhas. Na, ich hab's mir schon gedacht, aber ich wollte es ausprobieren. Einfach erschießen geht wohl nicht. Das sind kugelsichere Piranhas, wer kennt sie nicht. Mit extra dicken Schuppen. So, und die Tür wird wahrscheinlich verschlossen sein und dann können wir... Ah, da hinten ist eine Kiste. Und bekommen eine volle Spritze. Ah, die Tür wird wahrscheinlich verschlossen sein und dann... I need to find the key. Da steckt ein Schlüssel, mein Freund. Der Schlüssel steckt. Benutzen einfach. I need to find the key. Okay, das ist wohl nur ein Fake-Schlüssel. Den wir nicht benutzen dürfen, aber... Okay. Ja, war abzusehen. Moment, jetzt will ich hier gerade nochmal gucken. Ja, was ist das hier? Das kann man sich auch angucken. Der Eingang gehört den Verdammten, die Judas getäuscht haben. Ah, da geht bestimmt das hier auch noch auf. Oder meint ihr den Eingang? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht's mal zurück in die Tiefen. So, hier konnte man nur speichern. Ja, gehen wir mal zurück. Da ging doch bestimmt noch mehr. Was ist hier? War ich hier schon mal? Nein, da habe ich noch irgendwas. Irgendwas ist da, was ich schon nicht eingesammelt habe. Sieht mir nach einer Münze aus. Was kreischt da hinten rum? It's verschlossen. It's locked. Durchaus. So. Brauchen wir denn hier schon wieder? Da hat einer wohl zu seinem Bein gesagt, wart mal, ich komm gleich wieder. Boah. Och du. Boah. Okay, hier ist die... Ah, ich verstehe. Hm.
Oh Gott, ja, ich verstehe. Man muss in jede Richtung, also ich könnte jetzt hier 5 und 6 machen. Oder so, ich muss hier die Zahlen eingeben, um am Rand die Zahlen auch zu bekommen. So, wenn ich jetzt hier noch eine 1 mache, habe ich das hier. Mach ich hier draußen eine 1. Das ist jetzt ein bisschen rumprobieren, oder? Mach ich hier mal noch eine 1. Hier eine 5. Mach ich hier einfach mal eine 3. Hier eine 2. So. Hier eine 2. 3, 4, 5, 6. Mach hier eine 4. Und dann hab ich's, oder? Ja, easy, überhaupt gar kein Problem. Wollt ihr mich etwa mit sowas aufhalten? Da ist das Gefängnis, aber ich gehe erstmal dahin, da gibt es ein Buch zu lesen. Notizbuch. Es ist etwas schwer mit wichtigen Informationen gefüllt. Ja, darf ich die wichtigen Informationen lesen? Wohl nicht. Nothing here. Hier ist wohl nix. So, brauche ich dafür jetzt auch einen Schlüssel, nachdem ich das Rätsel gelöst habe? Danke, das wäre ein bisschen lächerlich. Ah, und so kommt man in die verschiedenen Bereiche zurück. Das macht mir jetzt aber ein bisschen Angst. Ich glaube, also es fühlt sich so an, als müsste ich jetzt überall nochmal hin irgendwas machen. Weil ich wüsste sonst keinen sinnvollen Grund, warum man überall noch mal hin kann. Und wo bin ich? Ah, da, okay. Ja, aber da will ich ja aktuell gar nicht hin. Ist die Tür auch offen? Oh! Wieso erschrecke ich da? Also ich bin halt ernsthaft erschrocken. Okay, hier kann man nichts öffnen. Den Spind vielleicht? Nein. Der war gut, Freunde. Ich habe eben noch gedacht, ob da irgendwo irgendwas rauskommt. Aber nein, es geht einfach nur eine Tür auf. Es speichert. Das automatische Speichern hatten wir bis jetzt nur vor Bosskämpfen. Natürlich ist wieder ein Bosskampf. Oh oh. Nimm mal die Schrotflinte, damit fühle ich mich deutlich wohler. Oh Gott.
Würdest du mich bitte in Ruhe lassen? Jetzt die Frage, wie viel hält er auf? Boah, es ist so laut, ey. Der ist auf alle Fälle mal stinksauer. Oh, er ist schon tot. Hui! Ja, haben wir einen Boss besiegt, ohne Gegentreffer zu kassieren. Bin ich ganz froh drüber. Das Schöne ist, bei Bosskämpfen kriegt man immer so schön viel Munition und Ausrüstung. Ja, ich kann da nicht durchlaufen. Ich finde es frech. Aber was zur Hölle? Was ist dem sein Problem? Was haben die hier für ein Schlachthaus veranstaltet? So, was haben wir hier? Wieder so eine Auffüllung für die Spritze. Haben wir hier eine Batterie? Ich glaube, ich habe nur ein Eimaßradio benutzt. Zumindest nicht sinnvoll. Aber komm, wenn hier ein Boss ist, muss hier doch irgendwas Sinnvolles sein. Ein Zettel zum Beispiel. Zu guter Letzt habe ich einen Weg gefunden, den Prozess zu stoppen, um seiner möglichen Beendigung ein Ende zu setzen. Beendet mir das bloß nicht! Ich habe alle verfügbaren Mittel ausgeschöpft, ich habe viele Male versucht zu fliehen, aber nichts hat geklappt. Nach all meinen Bemühungen bin ich wieder hier gelandet, um für den Abschluss des Projekts zu arbeiten. Der General ist bereit, alles zu tun, um mich hier zu halten. Er lässt mich nicht gehen, er bedroht mich, er weiß, dass es keine Möglichkeit gibt, das Projekt ohne mich abzuschließen. Leider weiß ich es auch. Auf Wiedersehen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Robert. PS. Lieber Freund Barner, es tut mir so leid, dein Vertrauen zu verraten. Schließlich hattest du die ganze Zeit recht. In ein paar Sekunden werden wir uns wiedersehen. Ich hoffe, ich werde nicht in einem dunklen Ort enden, wo du nicht sein wirst. Ja, Barner. Oh, da ist ja auch noch was drin. Nein. So, was ist hier jetzt? Bosskampf und fertig? Kein Schlüssel, kein Nix? Nix, was er bewacht hat? Ich mische jetzt nochmal ein bisschen genauer um. Aber offensichtlich ist hier nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts und davon ganz schön viel. Aha. Aha. Habe ich's doch gewusst. Schließfachschlüssel. Och nö, jetzt ist es noch nicht mal der Villa-Schlüssel. Das ist jetzt erstmal für ein Schließfach. Ein Schließfach. Es scheint, das ist ein kleiner Schließfachschlüssel. Wo hatten wir denn ein abgeschlossenes Schließfach? Da. Die einzige Idee, die ich habe, wäre der Oh, kann ich da durch? Wäre die kleine Kiste im ersten Gebäude. Auf der auch der Code stand. Also nicht im ersten Gebäude, weil in dieser kleinen Holzhütte. Oh, hier kann man speichern. Und einen Zettel. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Raum safe ist. Wenn man da speichern kann. Und lese erstmal den Zettel. Daran habe ich nie gezweifelt, dass ich feig bin. Wenn ich nicht wäre, wäre ich nicht in dieser Position. Das stimmt. Das Schlimmste für einen Mann ist, den Mut zu finden, Suizid zu begehen. Und zwar, wenn es um seine Moral geht. Ich bin eine feige und obszöne Person. Ich bin nichts wert. Aber noch die Feiglinge können Wege finden, sich von ihrem Elend zu befreien. Da ich mir mein eigenes Leben nicht nehmen kann, können diese Leute vielleicht... Heute habe ich beschlossen, alle Experimente freizugeben, ihre Käfige zu öffnen und vor ihnen zu stehen, ihre Wut zu fühlen und auch nur für einen Moment, wie sie sich fühlten, als ich diese entsetzlichen Experimente an ihnen durchführte. Ja, ich bin feig und ich werde nicht nur Suizid begehen,
Aber ich werde diese Welt verlassen, nachdem ich den Plan des Generals zerstört habe. Nur der Rest eines schrecklichen Projekts wird auf dieser Insel bleiben, wo menschliche Kreaturen ohne Erinnerung, Bewusstsein und Gefühle bummeln. Der General kann einen Feigling kontrollieren, aber ich frage mich wieder, ob er diese Monster kontrollieren kann. Dr. Roberts. Schlüssel für Industrietür. Boah, schrei mich doch nicht so an, Mensch. Oh! Der Schlüssel scheint wichtig zu sein. Zumindest ist er echt gut bewacht. So, dich sehe ich auch. Es ist unfassbar, wie... Also ich kann es halt nicht oft genug sagen, wie viele Witze ich am Anfang über das Spiel gemacht habe. Wie es mich jetzt regelmäßig erschreckt mit irgendwelchen Aktionen. Ich finde es mittlerweile echt gut. Da braucht man auch keine übertrieben gute Grafik oder so dafür. Und da sieht man mal wieder, wenn man im Spiel die Chance gibt und es einfach mal durchspielt oder dran bleibt, statt nach dem Anfang schon zu sagen, es ist kacke, kann das echt gut werden. So, jetzt speichere ich aber mal. So. Haben wir da noch was drin? Nein. So, Schließfachschlüssel. Huch. Und Industrietür. Ah, Industrietür könnte... Könnte in diesem riesen unterirdischen Raum sein. Die machen ganz schön viel unterirdisch, stelle ich gerade fest. Aber mit Schlüssel sind grundsätzlich immer gut. Die bringen einen immer in irgendeiner Form weiter. Ich muss nur kurz überlegen, wo das alles war. Das war im Gefängnis, glaube ich. Wisst ihr noch, welchen Raum ich meine? Ich meine diesen riesigen Raum hier unten. Boah, eben habe ich gedacht, da wäre einer. Ich muss nur gucken. Das ist ein Witz. Aber es scheint mir nicht ganz falsch zu sein. Scheinen hier richtig zu sein, sonst würden die mir nicht nochmal so einen Typ hier in den Weg stellen. So. Oh. Okay, du bist mir ziemlich egal. Aber die Gegner spawnen neu. Oder generell spawnen neue Gegner. Das ist... Da liegt doch noch was. Wieso habe ich das beim letzten Mal nicht mitgenommen? Ah, eine Batterie. Ah, die will er wohl nicht mitnehmen. Okay, dann lass er halt liegen. Solange es nichts Wichtigeres ist. So, hier waren verschlossene Türen. Kann ich die aufschließen? Offensichtlich nicht. Wo waren denn noch Industrietüren? Unten? Industrie.
Vielleicht beim Lagerhaus oder so oder am Flugplatz. Also vielleicht nochmal ganz zurück. Hier unten war keine Tür. Nein. Industrietür und Schließfachschlüssel. Okay, auf alle Fälle gehe ich erstmal hier raus. Es gibt halt so unendlich viele verschlossene Türen. Bevor ich jetzt ganz weggehe, gucke ich mir hier die Türen alle nochmal an. Da hinten war keine Tür. Hier waren halt noch einige Türen. Aber das sind halt auch keine Industrietüren, sondern eher Gefängniszellentüren. Naja, ich gehe jetzt mal hoch. Und schau mir mal an, wo die zwei Schlüssel passen könnten. Witz. Könnt ihr hier durch? Nein, scheint nicht so, okay. Wenn ich das Ganze so angucke, bin ich echt froh, dass ich so sparsam mit der Munition war. So, und jetzt... Ja, ich weiß, hier ist Strahlung. Da kann ich aber durchrennen, hoffentlich. Denn jetzt will ich was ausprobieren. Jetzt will ich was ausprobieren. Wenn ich schon mal da bin, probiere ich was aus. So, ich glaube, es gibt jetzt eine längere Aufzugfahrt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Deswegen nutze ich die Zeit, um mich für diese Folge von euch zu verabschieden. Da guckt da ganz gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht, Herr Gute. Und ich hoffe, ihr freut euch auch aufs nächste Mal. Oh, wir sind ja schon da. Egal. Ändert nichts an meiner Verabschiedung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr lustige Spiele sehen wollt. Oder vielleicht auch so kleine Überraschungen und Schätze wie das hier. Und schreibt eure Meinung zu dem Spiel wie immer in die Kommentare. Freut mich immer sehr. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. So, crying is not enough. Haut rein.